Die Videodrüse drückt. Bist du schlecht drauf? Schlecht drauf. Wähle. Morgen. Wähle das kleinere Übel, weil übel wird dir so oder so. Wer bildest du dir ein zu sein, dass du die Wahl hättest? Schau mich an, ich bin wie die Spitze des Eisbergs und der große Rest, der unter Wasser ist, den du nicht siehst, der bin ich auch. Ich treibe vor mich hin und entweder schmelze ich und bin wieder Wasser und unterscheide mich nicht mehr vom Ozean. Oder es wird kalt und ich friere an das Packeis an und bin wieder Eis, wie das ganze andere Eis. Ach, Schmarrn. Du bist doch das Sein, das ich selbst nicht erkennen kann, aber das sich selbst austrickst, indem es ein Selbstbild von sich selbst erschafft. Also sobald ich mich kenne als jemanden, bin ich im Dilemma. Leide ich mehr unter, oder weniger unter der Begrenzung des Selbstbildes von mir? Mein Selbstbild begrenzt mich in scheinbarer Weise. Und dann will ich das Leiden abwenden, die Übelkeit vermeiden und habe alle möglichen Strategien. Zur Verfügung. Um richtig gut scheitern zu können. Oh mein Gott, ich war echt schlecht drauf vorhin und jetzt bin ich noch schlechter drauf. Nein, ich bin ein Schelm, der sich selber immer wieder versucht auf den Arm zu nehmen, aber es nicht schafft. Ich kann mich selber so schlecht auf den Arm nehmen. Und trotzdem genieße ich es, wenn ich über mich lachen kann. Weil geweint habe ich wahrscheinlich über mich schon genug. Also muss ich über mich schmunzeln, dass ich immer wieder mich als dumm, also beknackt, bescheuert oder keine Ahnung, so erfahre und dann richtig so schlecht drauf komme. Es ist nicht so, wie ich es haben will. Es ist so intensiv anders, als ich mir das vorstellen konnte. Ja, fuck, warum stellst du das denn überhaupt vor? Warum willst du es denn überhaupt irgendwie haben? Das ist doch mein Programm. Ich muss doch irgendwas wollen. Das lernst du doch so, dass du was haben willst. Dass du das dir vorstellen musst. Und du siehst es doch dann auch, dass das klappen könnte. Ja. Ist die Frage für mich, von wo kommt denn diese Energie her? Auch nach all dem Scheitern, der Frustration und so, und den Verlusten und den nicht funktionierten Lebensbeziehungen, was auch immer. Das
du nichts so hast festhalten können. Von wo kommt die Energie her, dass du immer noch die Motivation hast, weiterzuleben? Oh, du hast in deiner Geschichte eine Erinnerung, dass drei von deinen Freunden haben dich einfach aufgehängt. Die hatte keine Lust mehr weiterzuspielen hier in diesem Lebensspiel. Aber du hast du immer noch die Motivation hier. Bist du so verliebt in das Leben, in dich selbst, dass du sagst, ja, trotz all dem Scheitern und dem ganzen Mist, was ich schon verbirgt habe und der Unfähigkeit und der Traurigkeit und den ganzen schlimmen Gefühlen und wie es mich hin und her gebeutelt hat und zerstört und wieder zusammengezogen, wie ich ins schwarze Loch gefallen bin und wieder hervorgekommen, wie ich mich gehäutet habe und ganz dünn, als ich war, da ist die Haut wieder fest geworden. Von wo kommt denn diese Energie, dass du weiterleben willst? Keine Ahnung. Ja, das weiß ich noch nicht. Ich bin noch nicht davon überzeugt, dass das mich was angeht. Das ist heute einfach so. Das ist aber einfach so, weißt du, wie der Baum, der wächst halt einfach so, wie er wächst, weißt du, der entfaltet sich und dann wird er abgesägt, aber die Samen sind schon gestreut und dann wächst du anders einer. Oder sagen wir mal, das ganze Universum, das hat doch auch niemand gefragt, dass es sich aufstellen soll oder sich aufblasen, sich entfalten oder zusammenziehen. Das hat doch keiner gefragt, fühlst du das jetzt so? Peng aus dem Nichts heraus. Auf einmal erlebst du dich mit einem Körper, als einen Körper, durch einen Körper, mit Gedanken, ohne Gedanken, mit Schranken, ohne Schranken oder auch jede Nacht fast im Tiefschlaf, da erlebst du dich dann gar nicht mehr. Da bist du die Dunkelheit des Seins, völliger Frieden, bist trotzdem da, aber hast keine Erinnerung daran, weil da gibt es nichts zu erleben und dann ping, schon wieder volles Programm. Ich bin hier, heute trinke ich mal kein Bier, ich trinke lieber Wasser wie das Tier. Ja, das weiß ich noch nicht genau, weil ich kann nicht in die Zukunft blicken. Was auch lustig ist, so, ich habe Bekannte, die lassen sich impfen und welche, die sind völlig dagegen. Und dann sind oft beide voneinander schockiert. Du lässt dich nicht impfen. Und dann, du lässt dich impfen, bist du jetzt ein Versuchskaninchen? Und dann sagt, nee, das ist der einzig richtige Weg, der einfachste, um meine Freiheit wieder zu bekommen. Und das ist ja lustig, gell? Hahaha. Das ist gar nicht lustig, da kannst du gleich wieder sagen, wie am Anfang. Wähle das kleinere Übel, weil übel wird es dir sowieso. Aber dann kannst du dich auch wieder fragen, ja, wer bist du denn eigentlich, dass du glaubst, dass du die Wahl hättest? Sind es nicht immer die Umstände, die dich dann dazu bringen, dass du genau diese Entscheidung treffen musst, weil... Hättest du nicht vorher diese Erfahrung gehabt, würdest du jetzt nicht glauben, dass dann das für dich richtig oder falsch ist, gell? Also, du bist als Wesen total bedingt an deinen Glauben und die Umstände. Du bist sowas von abhängig von den Umständen, weil ohne Umstände, da gäbe es dich ja überhaupt nicht, gar nicht. Ohne Umstand. Und dann hast du ja immer das Gefühl, du bist im Umstand und dann wandelt sich der Umstand und der Umstand geht immer weiter und die Umstände hören nicht auf und
Und ja, und du immer wirst du immer gibt es immer Veränderungen und dann weißt du gar nicht mehr, was Veränderung ist. Vielleicht gibt es ja gar keine Veränderung, weil alles schon keine Ahnung. Also letztendlich sage ich, mei, wer muss das denn schon alles wissen oder verstehen? Ist es nicht so, dass das Leben sich selbst lebt, so wie das Leben sich lebt, und dann kannst du eine grandiose oder eine kümmerliche Geschichte darüber erzählen. Und die Geschichte, wen interessiert die Geschichte schon? Ja, es gibt viele interessante Geschichten, die vielleicht interessant sind und dich belustigen oder traurig machen oder deinem Interesse entsprechen. Und viele Geschichten, die willst du ja gar nicht hören. Und was sind schon Geschichten? Parasiten oder was sind Geschichten, Parasiten, die sich irgendwo hinhängen und immer wieder erzählt werden müssen? Oh, was hast du jetzt davon, von dem ganzen Dilemma? Ja, du, es ist gut, wenn du dich so ganz stark verwirrst und weißt, dass du überhaupt nichts weißt und einfach nur noch bist und merkst du, ja, das ist auch der Wahnsinn, das hat der Beetzkopotki und dann. Ja, aber du kannst natürlich auch so hergehen und sagen, oh ja, jetzt fühle ich mal dieses Gefühl, wo ich mich ganz beschissen fühle, wo ich mich ganz unfrei fühle, weil unfrei fühlen ist ja das Schlimmste, was keiner machen sollte. Keiner sollte sich unfrei fühlen oder verängstigt oder beklemmt. Nein, jetzt sollte ich mich. Jetzt lass dich doch mal drauf ein, was könnte dir schon passieren, wenn du dich mal unfrei fühlst oder total beängstigt oder verunsichert? Das ist auch ein interessantes Gefühl. Was passiert denn, wenn du dich verunsichert und irritiert und ängstlich und begrenzt und unfrei alles zugleich fühlst? Ja, lass doch diese Gefühle sein, wie sie sind. Die werden eh wieder vom Körper hinausgeschmissen. Stell dich ihnen einfach, anstatt immer wegzulaufen und irgendwas. Habe ich denn die Wahl, dass ich weglaufen kann oder was? Mit wem redst du denn hier? Mit dem Klavier, Bings, Bings, Tralala, Flohwalzer, Tralala, Elefanten hüpfen durch den Wald. Hast du schon mal hüpfende Elefanten gesehen? Nur hier irgendwo in der Imagination, die da hüpfen sie gut. Sie stampfen den Rhythmus in die Erde. Sie stellen sich keine Fragen, denn sie sind Elefanten, die hüpfen. Sie hüpfen stark. Und dann brechen sie so Äste ab, schmeißen ganze Bäume um und rennen durch Dörfer durch und dann werden sie erschossen von den Menschen, weil sie sagen, wir wollen nicht so viele Elefanten. Wir sind jetzt hier die Bestimmer. Und dann zertrampeln die Elefanten die Menschen. Der große Elefantenmenschenkrieg hat begonnen. Aber die Elefanten haben fast verloren. Es gibt nur noch zwei. Und die werden dann von den Menschen gerettet wieder und in einen Park gesetzt, wo dann Wächter aufpassen, dass die Elefanten auch sich wieder ausbreiten können. Und so. Und dann irgendwann beginnt das ganze Spiel wieder von vorne, wenn die Elefantenüberpopulation wieder zu groß ist. Jetzt hast du aber einen Schmarrn erzählt, gell? Ja, hab ich. Auf Wiedersehen geschaut.